Hey ho und herzlich willkommen hier in Joraikos Staubstube zum Ankündigungsvideo eines RPG Maker Features bzw. eines Japano Features. Es geht um Rosa Kanina, einen deutschen RPG Maker Ersteller, der für das Switch-Universum bekannt ist und war. Das Switch-Universum müsst ihr euch vorstellen wie die ultimative Kombination aus japanischer Popkultur, Anime, Manga, Visual Novels, Gaming und klassischem deutschen Pixel-Rollenspiel. Das Genre Visual Novel ist heute immer noch Nische. Ne? Es gibt also Visual Novels, klassische Text-Adventures aus japanischer Sicht, vor allem die eben Textboxen haben, wo man nur liest, wo man dazu Charakterbilder, Hintergründe, ein paar Effekte hat. Ne? Gerade in den 2000ern war das noch Nische. Und dann gibt es natürlich auch Visual Novels mit Entscheidungen, sehr beliebt. Dann gibt es auch mal Visual Novels mit Gameplay, gerade mittlerweile wird das öfter gemacht. Und natürlich das große Beispiel Phoenix Wright ist die Visual Novel mit Gameplay. Aber es ist noch immer Nische, trotz dessen, dass über Plattformen wie Steam oder auch die PlayStation, Nintendo, Switch mittlerweile recht viele Visual Novels auch in die westliche Welt kommen, ist es immer noch ein Nischengenre. Es geht vor allem ums Lesen, das ist eben eher nischig. In den 2000ern war es eine Ultranische, da ist kaum was zu uns rüber geschwappt und man hätte nie davon gehört, dass aus Deutschland eine Visual Novel entstehen kann. Hier hat Rosa Kanina 2008 eingehakt und hat sich gesagt, mit dem RPG Maker XP, mit dem Maker Tool, mache ich jetzt die erste Visual Novel auf Deutsch. Aus Deutschland. Da hat er sich dann vor allem Ressourcen, und das ist auch in allen drei Teilen seiner Switch-Saga ist es so geblieben, hat er sich vor allem Ressourcen aus dem Type Moon Studio genommen, also ein ganz bekanntes Visual Novel Studio, vor allem für Fate Stay Night, Tsukihime, Meltiplatt. Und er hat sich vor allem an den Ressourcen von Meltiplatt bedient, aber diese gut eingearbeitet und in seinen ersten Teil Switch, Fluch oder Segen, eine Visual Novel, seine erste Visual Novel, die erste Visual Novel Deutschlands, hat er sie eingefügt und das ist eine sehr kleine, klassische Dating-Geschichte. Ne? Das heißt, es heißt Switch, weil der Protagonist Tomoya Okazaki das Geschlecht wechselt. Über einen alten Familienfluch muss er für ein Jahr lang das Geschlecht wechseln, wird dann zum Mädchen. Und dann erleben wir in einem kleinen Dorf in der Nähe von Sapporo in Japan, wie er eben diese Zeit zubringt, wie er sich daran gewöhnt und wie es dann, ich glaube, 5, 6 weibliche Charaktere gibt, dann mit denen eine Romanze entstehen kann. Entweder als Junge oder als Mädchen. Und das war eine sehr bescheidene Geschichte, aber das war das erste Mal, dass sowas aus der RPG-Maker-Szene kam, dass sowas aus Deutschland kam. Da war das ganz beliebt. Es folgte also ein Jahr später Alternate, der Fall Okazaki, seine zweite Visual Novel, die mit der ersten schon nicht mehr so viel zu tun hatte, weil sie größer war, epischer war. Das ganze Konstrukt dieses Familienfluches, dieses Switches in eine sehr düstere Geschichte gepackt hat, in eine sehr ernste Geschichte gepackt hat, wo dann schon Götter, Fantasy, urbane Legenden, das alte Japan eine große Rolle spielten, wo es dann nicht mehr ums Dating ging, also man konnte da nicht mehr direkt daten, es gab auch wieder Entscheidungen, die Geschichte war viel, viel länger, war sehr viel komplexer, man konnte wichtige Entscheidungen treffen, die den Handlungsverlauf entscheidend beeinflusst haben. Und da war dann also schon wirklich sehr viel da, da waren viele Twists dabei, da waren viele wichtige Charaktere dabei, das war dann also eine extreme Weiterentwicklung und während die ersten der Visual Novel Switch noch sehr einfach geschrieben war, was man gerade aus heutiger Sicht merkt und technisch auch noch sehr einfach gehalten, war Alternate, der Fall Okazaki, da schon eine starke Weiterentwicklung. Der Schreibstil ist viel besser geworden, technisch ist das Ganze besser geworden. Der Autor Rosa Kanina hat angefangen, eigene gezeichnete Artworks einzubauen in den Handlungsverlauf, um Szenen zu bebildern. Das hat also schon deutlich besser funktioniert. Ne? Die Action war besser dargestellt und geschrieben. Und insgesamt hat die Geschichte hier auch einen guten Kern erreicht. Aber zwei Visual Novels reichten Rosa Kanina nicht. Er hat sich dann abschließend im Jahre 2014 dazu entschieden, jetzt sein Rollenspiel zu releasen. Alternate, Virus of Ragnarök. Das ist dann also ein Rollenspiel gewesen. Er wollte nicht mehr nur Visual Novels, sondern er wollte ein klassisches JRPG mit Visual Novel Elementen. Ganz klar, ne? Die Charakterbilder sind immer noch da, man liest immer noch viel, aber man konnte kämpfen mit einem Kartenkampfsystem, das er selbst erstellt hat. Ein sehr komplexes Kartenkampfsystem. Man konnte eine Welt erkunden und man musste eben vor allem dieser jetzt episch angeschwollenen Geschichte um Götter, Schicksal, diesen Switch, den Familienfluch, dem auf den Grund zu gehen, dieser ganzen Geschichte auf den Grund zu gehen,
während die beiden Visual Novels bereits eine Geschichte und das Konstrukt dieser Welt gesponnen haben, dieser von Göttern beeinflussten modernen japanischen Welt, ist das Ganze erst mit Virus of Ragnarök zur Blüte gekommen, die das Ganze wirklich auf eine extrem komplexe, vielschichtige und twistreiche Geschichte aufgeblasen hat, in die euch dann für 30, 40 Stunden mindestens an den Bildschirm fesselt, die das Ganze dann wirklich auf so viele Ebenen vervielfältigt hat. Da geht es dann nicht mehr nur um einen Familienfluch, da geht es dann nicht mehr nur um eine Romanze oder dergleichen, sondern da habt ihr wirklich ein episches Abenteuer vor euch gehabt, das einfach mit vielen Elementen überzeugte. Es war technisch, es war grafisch, es war inszenatorisch, es war von der Handlung, es war von den Charakteren, von den Dialogen, war es exzellent, ist eines meiner Meinung nach der besten deutschen RPG-Maker-Spiele, die jemals hervorgekommen sind. Es ist von der Inszenatorik, von der Story, so von der Technik, ist es meiner Meinung nach sogar das stärkste und vorzeigbarste Maker-Spiel, Rollenspiel aus der Maker-Szene in Deutschland. Um diesen drei Teilen entsprechend gerecht zu werden, um euch diese drei Teile einzeln zu empfehlen, wenn ich es jetzt hier nicht ausreichend getan habe, werde ich jedem einzelnen Teil ein Video widmen, werde versuchen, da nochmal ein bisschen drüber zu reden, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, was kann euch da direkt erwarten. Jetzt hier sei nochmal gesagt, falls es nicht rübergekommen ist, Switch Alternate Virus of Ragnarök, der letzte und dritte große Teil, der dann dieses Rollenspiel bildet, der den großen Abschluss der Reihe bildet, der aber auch den Kern der Reihe bildet, der kann auch ohne Vorkenntnisse genossen werden. Es gibt eine starke und große und ausgefächerte Bibliothek im Spiel, die einen aufs Bild setzt, wenn man die ersten beiden Spiele nicht gespielt hat. Die erste Visual Novel Switch ist nur noch sehr bedingt zu empfehlen, weil sie recht krude geschrieben ist, technisch auch nicht sehr ausgereift, aber das Ganze ist eine 3-4-Stunden-Sache, wenn ihr nur ein oder zwei der Mädels der Pfade abgeht. Dann hat man das schnell gemacht und man braucht es auch nicht für die Lore. Alternate, der Fall Okazaki, das zweite Spiel, die zweite Visual Novel, sollte man, wenn man denn möchte und wenn man Bock auf eine gute deutsche Visual Novel hat, sollte man die bestenfalls gespielt haben und dann ist man auf jeden Fall fit für Virus auf Ragnarök, aber man kann es sonst auch alleine spielen. Und wenn ihr ein deutsches RPG-Maker-Spiel spielt, wenn ihr ein aufwendiges inszenatorisches Spiel wollt und eine große Liebe für japanische Popkultur mitbringt, ne? Allein in Virus auf Ragnarök sind so viele Referenzen, Gastauftritte von bekannten Visual Novel-Charakteren, von bekannten Anime-Charakteren, da ist so viel Lore drin, da ist so viel Artwork und Kunst aus Japan drin, dass, wenn ihr euch für das Thema begeistern könnt, dann ist es Virus auf Ragnarök, was ihr spielen solltet, mehr als jedes andere deutsche Maker oder vielleicht sogar Pixel-Spiel. Aber ich werde diesen drei Spielen nochmal ein eigenes Video widmen. Es kamen auch noch zwei Bücher hinzu, also Rosa Kanina ist auch Autor, es kamen auch nochmal zwei Bücher zu diesem Franchise hinzu, einmal Switch. Das ist eine Neuerzählung des zweiten Teils vom Fall Okazaki, die aber auch Elemente des ersten Teils mit einarbeitet und aber auch sich auf die Welt des dritten Teils bezieht und verlässt. Hat dann auch ein alternatives Ende, ist in sich abgeschlossen. Man muss die Spiele nicht mal kennen, um das Buch zu lesen. Ist meiner Meinung nach einigermaßen empfehlenswert, wiederum, wenn man sich für japanische Popkultur interessiert und Modern Fantasy. Das zweite Buch basiert auf der zweiten Visual Novel Reihe, die Rosa Kanina vor einige Jahre nach der Switch-Reihe dann in Bewegung setzte. Die Geisterseherin, Senkensha Mikoto, die auch in der Welt von Switch spielt. Da gibt es viele Referenzen, da gibt es viele Parallelen, aber das würde jetzt an der Stelle zu weit führen. Lasst uns einfach sagen, ich werde dem Switch-Buch vielleicht dann und dem Mikoto-Buch dann vielleicht nochmal ein eigenes Video widmen. Die sind gut, aber die gehören jetzt nicht unmittelbar zum Spieluniversum. So, ich werde in den nächsten Wochen versuchen, diese drei Videos zu produzieren, euch ein bisschen was zu erzählen. In der Beschreibung verlinke ich schon mal Rosa Kanina im Maker-Pendium, dem Wikipedia der Maker-Szene. Ich verlinke schon mal die Downloads zu allen drei Spielen, falls ihr schon mal selbstständig reinschauen wollt. Ich empfehle an der Stelle wirklich nur, es ist meiner Meinung nach gerade Virus of Ragnarök die perfekte Fusion aus japanischer Popkultur und Rollenspiel-Pixelspielspaß. Das gibt es in der Staubstube, in der garantiert Geistlosen. Ihr findet, wie gesagt, alles hier unten drunter. Ich hoffe, ihr seid dabei. Sagt mir, was ihr vom Switch-Universum haltet. Ansonsten sehen wir uns dann in den entsprechenden Videos. Ciao. Gomen nasai.